So. Haben wir das nämlich auch gemacht. Das hier kann auch noch weg und so. Gold. Wie kriegt man eigentlich Blutsplitter? Aber ich glaube, es geht erst mit ROS. Denke ich mal. Dieses Mantra sieht irgendwie am Boden scheiße aus. Was sage ich mit dem Schmied? Was geht denn eigentlich bei dem? Welche Stufe ist denn der? Stufe 4. Meister. Das bringt mir nichts. Nee. Aber es bringt sowieso nichts. Der Schmied ist... Es gibt bessere Items, die man finden kann. Mein Freund. So, jetzt kommt eine Videosequenz, meine ich. Jo, ich mute mich mal. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg! So bin ich gefallen. Freiwillig. Die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Tristram sicher ist, reise ich nach Caldeum, der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen, Belial.
Ich werde sie von ihm befreien. Ah, herrlich. Diese Blizzard-Videos sind einfach herrlich. So, jetzt sind wir im zweiten Akt angekommen. Ganz schön krasse Leistung, ey. Gehen wir gleich mal die nächste Quest holen. Da wären wir. Chaldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr, da Chaldeum nun unter Belials Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir werden uns trennen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich Magda jage. Cains Tod muss gerecht werden. So sieht's nämlich aus. Erster. Oh, ist doch nicht. Hallo. Wache. Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Meine Feindin. Die Götter haben mich zu euch geführt. Wo kann ich Magda finden? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Dann nehmen wir den Außenposten von Kasim doch mal unter die Lupe. Hier, die hat uns auch noch was zu sagen, die Lea. Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Aha. Als Kind habe ich Chaldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Gut. Findet heraus, was ihr könnt, während ich Magda nachjage. Seid vorsichtig. Alkarnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Tja, ihr beide könnt erstmal durch die Kanalisation warten. Dieses Tor führt nach Alkarnus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg und durch den Außenposten von Kasim hindurch. Wir haben noch nichts von den Eisenwölfen in der Wüste gehört. Wenn ihr es zum Außenposten von Kasim schafft, sucht Hauptmann David auf. Mach ich. Ja, die warten jetzt durch die Scheiße und ich laufe hier den Weg lang. Ach, guck mal hier. Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Das würde mir die Mühe ersparen, sie zu finden. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Gerne. Gerne. Dort draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Ah, okay. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Danke für die Warnung. Aber ich fürchte die Magie der Kultisten nicht. Ihre Fallen sind leicht zu entdecken. Sie sieht anders aus als jeder, den wir bisher gesehen haben. Ja. Ihre Haut ist so weich und glatt wie jedes Elfenbein. Der geile Templer, Alter. Und ihre Augen, sie... Oh. Was flüstert ihr zwei denn da hinten? Nichts. Ja, Templer. Ist schon ein bisschen geil, ne? Au, au, au! Ich hasse diese Viecher, ich hasse sie. Wie die Pest. Diese Scheißviecher. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Wer? Die Straße ist versperrt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Hallöchen. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Das sehe ich zwar noch nicht so, aber wenn ihr meint... Oh, meine Katze hat gerade genießen. Wie könntet ihr von dem Hinterhalt wissen? Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irena. Danke, Irena. Aber ich glaube nicht, dass ihr mir die Wahrheit über eure Anwesenheit hier gesagt habt. Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei.
Hauptmann, hinter euch! Oh! Schaut das Volk! Eisenwölfe! Eisenwölfe! Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut gegessen. Ich reise nach Alkanus. Wird es auf dem Weg dorthin noch mehr dieser Lakoni geben? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Ich gehe da lang, wo ich lang will, Frau. Ich gehe nämlich erstmal überall lang, um alles aufzudecken. Noch mehr Lakunis. Ich muss alles aufdecken. Alles. Das waren alle. Das war nur einer. Du Trottel. Oh, guck mal hier. Waffenkiste. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Oh, nein. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Ich brauche die Glocke, glaube ich, wieder. Weil das bringt mir jetzt hier nicht so viel mit dem. Wie heißt das? Eine unglaubliche Leistung. Gewitterfront bringt mir jetzt nicht so viel hier. Ich nehme die Glocke erstmal wieder. Oh, Hallöchen. Wo seid ihr denn? Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Ja, jetzt lass doch erstmal die Fußspuren. Ich muss doch. Na gut, da muss ich. Aber ich jetzt eh lang. Weiter wie das Blut spritzt, wenn ich da durchsprinte, ne? Ihr verlangt das Unmögliche. Diese Feinde sind unglaublich. Komm schon wieder. Nein! Guck mal, da ist noch ein Brunnen der Reflektion. Ach, scheiße, das waren ja meine Leute. Oh, verpiss dich doch. Die Seht nur, noch mehr Verstecke. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Das Ritual ist unterbrochen! Schrei doch nicht so, bist du ein bisschen verrückt? Schrei doch nicht. Das sollte die Illusion schwächen. So. Mit seinem Stab zustehen. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Ja. Du mal mit deinen Fußspuren. Gehst mir ganz schön auf den Sack mit deinen Fußspuren, du. Schatztruhe. Man sieht das Gold gar nicht hier auf dem Boden, weil es so grell ist, alles hier in diesem Akt. Oh. Da habe ich Schrein gehabt. So. Ich vergesse mal, dass ich diese Fähigkeit hier habe, diesen Wirbel um mich rum. Hä? Ah, hier kann ich runtergehen. Guck mal. Ist hier irgendwas? Nee. Da ist eine Kiste. Oh. Noch ein Krieger. Hier war eine Kiste. Da ist ein Hebel, siehst du? Gut, dass ich da mal gucken gegangen bin. Wir müssen alles mitnehmen. Alles. Alles. Ich gehe jetzt erstmal außen rum und gucke mir das ganze Gebiet mal an. Dann decke ich den Rest auf.
gespielt. Wie lange zocke ich schon? 1 Stunde 15 Minuten. Das heißt, ich könnte die Session auch mal bald beenden. Oh! Voll reingerast. Ich bin voll reingerast. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Mit denen? Wie viele sind das? 5? 4? 5, ne? Mein Geist wird stärker. So, haben wir jetzt wieder was Neues gekriegt. Heilige Einkehr. Ah, ich guck mal so. Erschafft einen Runenschutzkreis auf dem Boden, der 6 Sekunden lang anhält und den erlittenen Schaden aller Verbündeten, die sich in ihm aufhalten, um 55% reduziert. Das ist dasselbe. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Glaube ich.